So, liebe Like-Spotting Insects, Freunde, zurück mit Midrange Shaman. Featuring Alakir, the Windlord. Und featuring No Trox. Das ist der erste Midrange, oder der erste Shaman, den ich seit Ewigkeiten spiele, der keinen Tunnel Trox drin hat. Und aktuell muss ich sagen, 8 zu 4, 67%, mehr kann man sich auf den Rängen hier oben sowieso nicht erhoffen. Ein Match gegen Anyfin Paladin ziemlich lucky gewonnen, weil ich genug Burst auf einmal hatte. Ansonsten waren die Wins relativ deutlich. Das ist, es könnte, man weiß noch nicht, was es genau ist. Meistens ist es trotzdem Dragon Warrior, der einfach eine Zoth's First Mage spielt, aber Pirate Warrior ist mir auch schon begegnet. Und ist jetzt langsam Ende der Saison, noch 10 Tage. Da wollen manche noch schnell laddern. Und nehmen da manchmal so ein schnelles Deck wie Pirate Warrior tatsächlich. Und leider weiß ich es immer noch nicht, was es ist. Aber ich kann noch nicht viel falsch machen. Mal sehen, ob er das Totem cleart, weil jetzt alle so viel Angst haben vor Spell-Totems vom Schaman. Oh, jetzt ist Dragon Warrior. Ja. Macht er tatsächlich. Sehr gut. Ah, schade. Eins der schlechten Totems gezogen vom Tuskar Totemic. Ah, nicht so schlimm. My plate be thirsty. Mana Tide, Think from Below. Mana Think from Below kann er natürlich töten, aber nur wenn er, wenn seine auch dann stirbt. Insofern. Ganz gutes Play, ich ziehe eine Card. Hex weiß ich jetzt, muss ich mir für Deathwing aufheben oder für Ragnaros. Eins eigentlich, eins für Ragnaros, eins für Deathwing. Er hatte noch, was hatte er? Achso, noch einen krassen Dragon gehabt vorne, oder? Nö. Aber er greift nicht an. Muss ich den wohl hexen? Was ein Jammer, dass mein Fire Elemental nicht 4 Schaden macht. Ich muss ihn eigentlich nicht hexen, weil jetzt greife ich den richtigen an. Er stirbt ja trotzdem. Der kann das halt exekuten. Kann das halt exekuten und in das dann reinrennen, aber ist auch nicht so optimal. So, meine beiden Hexes sind da. Ah, vielleicht hat er keinen Execute. Ah, doch. Ah, nee. Ah, doch. Ah, nee. Ah, er hat nicht. Sehr gut. Kein Execute. Nice. Dann habe ich ja so gut wie gewonnen jetzt. Oh. Na, natürlich. Das ist noch ganz nett. Okay, normalerweise Thunder Bluff. Ist da irgendwie eine Alternative überhaupt? Nö. Ich glaube nicht. Ich muss halt nur überlegen. Ich werde wahrscheinlich mein Fire Elemental opfern in den Drachen rein. Aber das ist okay. Das ist ganz okay. So. Und damit habe ich das Spiel gewonnen. Würde ich einfach mal declaren. Jetzt kommt Coin Ragnaros. Ziemlich weak. Nee. Ah ja, Grommash hatte der andere auch. Stimmt. Ich denke mal nicht an Grommash, weil ich den selber nicht habe und dementsprechend auch nicht spiele. Aber ist auch da.
Welchen Hexen? Wahrscheinlich werde ich nicht hexen, sondern einfach gegen das Heiltotem. Das hat er, mit dem hat er 4, hat er 6 Attack. Und dann noch Maelstrom. Ach, das reicht allemal. Zweiter Thunderbluff ist ein bisschen over the top hier, glaube ich. Aber hiervon noch ein zweites. Ne, das reicht nicht. 3. Wenn ich Maelstrom noch spielen will. Das will ich wahrscheinlich. Oh, ich Liesel verpasst? Ne. Aber er gibt trotzdem auf. Wird's überlegt, ob die 6 Damage Liesel gewesen wären, aber auch nicht. Okay, also die meisten Dragon Warriors spielen Grommash, Ragnaros und Deathwing und ich spiele halt kein Grommash, dafür Deathwing. Dafür ist ja lustig. Sondern nur Ragnaros und Deathwing. Also sollte ich 3 Hexes in mein Deck einbauen. Kleiner Spaß. Also gegen Dragon Warrior läuft das Deck offensichtlich sehr gut, hat man schon gemerkt. Es ist der gleiche. Belf? Ne. Okay, aber trotzdem meistens Dragon Warrior. Totem Golem ist zu gut. Ich will natürlich eigentlich ein Removal haben, aber vielleicht kriege ich noch einen. Na, Spirit Claws. Spirit Claws. Gute Claws ist am Start. Das sieht man gern. Doppelt sogar. Das ist ein bisschen zu viel. Doppelt habe ich nicht. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber vielleicht spielt er ja nichts. Dann kann ich erstmal in Ruhe Totem Golem spielen. Das ist gezeichnet. Dann nächste Runde dann die 25% Chance auf mein was Wrath of the Air Totem, so wie es wohl heißt. Ich habe neulich ein tolles Schamanendeck gesehen. Da sind Control-Schamane, aber da fehlen mir leider zu viele Karten. Er greift nicht an, das heißt, er hat nicht sein. Mach ein Damage auf allen Scheiß. Oder er wollte es disguisen, indem er erst jetzt angreift, aber da hat er den Salat, denn jetzt habe ich einen Torn-Totem da stehen und er kann ihn nicht mehr killen. I'm so sorry. Könnte sein, dass er daran nicht. Ja, er hat ihn. Mistakes were made. Ups. Ah, das tut mir so leid, Mensch, aber was soll ich machen? Selber schuld. Okay. Ja, auf jeden Fall hau ich noch einen Totem raus und clear den dann mit Rockbiter, denke ich. Zumal dann auch mein Golem geheilt wird nochmal und nicht exekutiert werden kann. Könnte sogar ein Tempus Thunderbluff spielen nächste Runde. Wobei ich mir erstmal im Klaren sein muss, dass er überhaupt Dragon Warrior ist, oder? Ich habe bisher ja nur eine Karte von ihm gesehen. Vielleicht ist es sogar Control. Da hat er den Fehler gemacht. Blood to Ichor? Slam, oh, Slam. Slam Revenge. Okay, es ist kein Dragon Warrior, es ist Control Warrior. Dann spiele ich Thunderbluff jetzt noch nicht. Aber dann muss ich aggressiver spielen und gehe dann hier schon face. Dann gilt es, kein Tempo zu verlieren. Ich hoffe so ein bisschen, dass er das Execute jetzt hierfür opfern muss, aber. Okay. Totems I love. What a nice card. Okay. Ja, damit provoziere ich natürlich Brawl halt ziemlich stark. Eigentlich geht ja auch nichts anderes. Oh, ist schon okay. Dann provoziere ich halt den Brawl. Kann wenigstens sonst nichts spielen.
Und vielleicht überlebt. Ja, obwohl. Hab gute Chance, dass einer von den beiden Dicken überlebt. Ah, Brawl away. I expected that much. Nice. Einer der Dicken überlebt. Sehe ich gern. Kann er jetzt nichts machen. Das könnt, mal sehen. Könnte Execute opfern, aber. Macht er sogar. Dann kommt hier mein absolutes Tempo Play Deluxe. Ah. Sylvanas? Ah. Ist schön, wenn man voraussagen kann, dass die Gegner spielen. Das weiß ich jetzt eigentlich nicht. Noch eine Rockbiter? Noch eine Fiery Warx? Was war der Gedanke? Einfach nur Rüstung. Okay. Ja. Wird leider keine so umfangreiche Runde hier. 4, 7, 10. Ja, deswegen hat er Rüstung genommen, weil er dachte, ich kann schon. Kann ich schon Fame machen? Kann ich aber auch nicht. Nächste Runde vielleicht. Aua. Aber. Nur der noch ein zweiter Brawl kann mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten, ansonsten. Achso, Revenge noch. Ja, Revenge und Execute, falls er noch das zweite Execute hat. Und das zweite Revenge. Hat aber nicht. Das haben wir ganz gut vorgetragen hier, fand ich. Control Warrior auch mal besiegt. Vorhin keine Chance gehabt, glaube ich. Hunter ist auf jeden Fall Spirit Claws nicht so gut. Ich brauche Rockbiter oder einen besseren One-Drop, denke ich. Ah, das ist ganz gut. Da kommt sogar die zweiten Claws. Haben sich gedacht, nee, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Meine Claws sind ja nicht schlecht gegen Fiery Bat, aber wir haben ja gesehen, vorhin der Hunter hat einfach mal mich mit Secrets weggerusht. Und vielleicht ist ja gerade auf den Rängen Secret Hunter die häufiger verwendete Archetyp. So zu sein. Scheint so zu sein. Mal sehen. Zum Heulen. Nein, immerhin haben sie nicht ihre Snipe. Wieso habe ich jetzt nicht 6 Attack eigentlich? Das wäre doch mal schön. Ich greife halt jetzt nicht an, falls er Bear Trap hat, will ich jetzt nur nicht, dass der Bär spawnt. Schadet mir der Azure Drake? Was ist ein Spell Damage? Ne, schadet mir eigentlich nicht. Ah, Snakes, sick. Ups.
Na gut, was soll ich machen? Und da halt Snakes gehabt. Dachte er Bear Trap. Und halt Snakes. Na, jetzt schönes Maelstrom hätte. Aber hab ich nicht. Hatte halt Snakes. Komm, zeig ihm mein Anakir. Oh, I'm sorry. Maelstrom, Maelstrom, Maelstrom. Schade. Okay. Coin Fire, Fire Elemente. I guess. Und a freezing trap. Fair enough. Hex, Hex oder Maelstrom. Besser Maelstrom noch. Maelstrom! Nice! Okay, was spiele ich mit dem Maelstrom zusammen? Kann ich gar nicht so viel zusammen mitspielen, das ist der einzige Nachteil. Aber doch, das ist ein gutes Play. Ich kann mein Fire Elemental annehmen lassen. Aha! Und der hat sogar Charge, dank meiner Waffe. Guck dir das an. Jetzt muss er noch eine Runde warten auf sein Call of the Wild. Ups! Das tut mir aber leid. Oder auch überhaupt nicht. Was so ein Penner. Oh mein, jetzt fischt er nach Call of the Wild. Aber wenn ich jetzt Hex habe, dann ist er flabbergasted und stunned to the max. Aber ziehe ich leider nicht. Aber noch mehr Strom. Was auch ziemlich gut ist. Ah, Maelstrom oder Thunderbluff. Oder einfach Thunderbluff und Maelstrom. Ja, wobei, dann kann ich auch erstmal Tusker spielen. Okay. Selbst wenn er jetzt natürlich Call of the Wild kommt, ich hab Taunt. Alles gut. Und wenn es nicht kommt. Wow, er spielt. Er spielt den Curator. Er hat eine Karte gezogen. Ein ziemlich lamer Curator. Gucken, dass ich kein Lethal hier verpasse jetzt. Na, ich glaube, bietet sich an. Hex. Hex. Na, Hex ist noch besser. Sechs, neun, zwölf. Mach ich noch nicht. Sehr schön. Verzweiflung. Oh, Doppelkill Command bringt mich auf ein HP runter. Well fought. Das war doch ein schönes Match. Und damit Rang 4 erreicht. Wunderbar. Und dann mache ich, glaube ich, noch ein. Ich mache noch weiter hier. Macht gerade Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Dread.